seltene Krankheiten definieren wir alle jene Krankheiten, die wir bei weniger als einem in 2000 Individuen antreffen. Also wir haben die Diagnose im November 2009 bekommen. Dort war der Mann anderthalb Jahre alt. Meine Frau war gerade schwanger mit dem zweiten Kind. Und dort hat es geheißen, er hat die Krankheit nicht mehr PIC, vermutlich Typ C, aber wir können das noch nicht genau sagen. Und dann hat sich das mit Untersuchungen so noch ein halbes Jahr hingezogen, bis wir dann endgültig gewusst haben, dass es die Krankheit ist. Die Probleme sind vielschichtig, angefangen damit, dass die Krankheit als solche erkannt werden muss. Hat er dann aber einen Verdacht auf eine spezifische seltene Krankheit, muss er natürlich das Kind an ein Spezialzentrum weiterweisen zur Diagnostik. Und hier kommt dann häufig der zweite Knackpunkt, nämlich dass möglicherweise ein genetischer Test oder ein biochemischer Test in der Schweiz nicht angeboten wird, da die Krankheit ja so selten ist. Das resultiert wieder in einer Schwierigkeit, nämlich dass die Krankenkasse Tests im Ausland nicht zwingend übernehmen muss. Gerade für mich war es fast nicht aushaltbar. Wir haben unser Umfeld gebraucht, wirklich jede Minute, die ersten Tage, die ersten Wochen. Und dann haben wir uns langsam probiert, an die Krankheit anzutasten, mit Informationen im Internet. Und dann ist uns dann auch klar geworden, was das wirklich heisst. Das Leben, wie man es hatte, ist einfach dann in dem Moment vorbei. Man muss sich wie neu zurechtfinden mit dieser neuen Situation. Ich kämpfe, dass ich stabil bleibe, aber es ist unheimlich schwierig für mich. Ich bin auch ständig um die Kinder herum und um den Mann. Halt. Ich sehe ihn, ich sehe jedes Stolpern vor ihm, jedes Symptom, das zwar schwach ist, aber er hat so ein Zittern in den Händen. Er ist motorisch ist er leider fast stehen jetzt mit 4,5. Ich denke, die Auswirkung, die grösste für uns, ist wirklich das Wissen, das wir haben. Das quälende Wissen, dass er all das, was er jetzt kann und macht und tut, nicht mehr wird können, dass er nicht mehr mit uns wird reden, dass er wird sterben an dieser Krankheit. Die therapeutische Schwierigkeit besteht sicherlich darin, dass wir häufig den Eltern mitteilen müssen, dass es keine heilende Therapie für diese Krankheit gibt. Oder aber, dass es eine Therapie gibt, dies aber in der Schweiz zum Beispiel noch nicht zugelassen ist. Und wenn es eine gibt, sind die Therapien häufig sehr teuer. Und dann beginnt der Kampf mit der Krankenkasse. Klar, wir haben das Gesundheitssystem in der Schweiz und eine Invalidenversicherung, die jetzt bei uns beim Mann zuständig ist. Aber das ist nicht selbstverständlich, dass man da wirklich alles zahlt bekommt. Man muss als Familie regelrecht darum kämpfen, dass man ein Medikament, das die einzige Chance ist, für einen Mann überhaupt zahlt, bekommt. Die Übernahme der Medikamentenkosten für seltene Krankheiten ist effektiv ein Problem. Oft sind es ja Therapien, die noch nicht ausführlich belegt sind. Dann ist es immer schwierig, weil es gibt Aufnahmekriterien, um auf die Spezialitätenliste. Das ist die Liste der Medikamente, die vergütet werden müssen. Da gibt es Aufnahmekriterien, das ist die Wirksamkeit, die Zweckmäßigkeit und dann die Wirtschaftlichkeit. Seltene Krankheiten haben einen besonderen Stellenwert, weil da natürlich oft Gesuche an den vertrauensärztlichen Dienst gerichtet werden und so die Fälle einzeln beurteilt werden müssen. Das ist natürlich oft für die Betroffenen nicht einfach. Und man stellt dann schnell mal fest, dass man einfach allein ist, weil es so eine seltene Krankheit ist. In der Schweiz gibt es 8 Leute, die das haben. Dass man sich nicht austauschen kann, dass wenig Information vorliegt, dass sich die Eltern wie in einem luftleeren Loch fühlen. Sie haben keine Ahnung, was erwartet mich, wie geht es weiter. Hilfe haben wir uns einfach auch selber suchen, mit einem Verein, den wir gegründet haben. Mit betroffenen Familien, wo wir uns jetzt einfach wirklich probieren zu vernetzen. Und da versuchen wir einfach halt die Aufgaben zu teilen, damit man weiterkommt für die Kinder. Dass man irgendwo einfach eine Akzeptanz auch für seltene Krankheiten schaffen kann.